Moin Leute, sind Elektroautos eigentlich auch heute noch günstiger als Verbrenner? Also jetzt nicht im reinen Anschaffungspreis, sondern sagen wir mal längerfristig, auf 5 Jahre gesehen. Wenn man also alle Kosten für sein Auto mal zusammenrechnet, Anschaffungskosten, Sprit oder Stromverbrauch, Wartungskosten, Kfz-Steuer, Versicherung, also alle laufenden Kosten, die so anfallen. Wie sieht es dann unterm Strich nach 5 Jahren aus, wenn man, sagen wir mal, 15.000 Kilometer im Jahr fährt? Machen wir doch hier mal eine kleine Gegenüberstellung. Da sind als erstes natürlich die Anschaffungskosten. Elektroautos sind meistens immer noch deutlich teurer als vergleichbare Verbrenner. Allerdings geht im Moment noch eine Förderprämie von bis zu 7.500 Euro vom Kaufpreis runter. Nehmen wir also mal an, wir betrachten einen Kompaktwagen wie den ID.3 und den Golf. Beide jeweils in der günstigsten Variante laut VW-Konfigurator. Beide Modelle nehme ich natürlich nur stellvertretend als Beispiel. Dann liegen wir im Anschaffungspreis beim Golf bei 30.000 Euro und beim ID.3 bei 44.000 Euro. Für das E-Auto können wir eine Kaufprämie abziehen, für den Verbrenner natürlich nicht. In 5 Jahren und bei 15.000 Kilometer pro Jahr, da kommt einiges an Sprit- und Stromkosten zusammen. Für den Golf bei aktuell 1,90 Euro pro Liter und einem Durchschnittsverbrauch von 7 Litern auf 100, da sind es fast 10.000 Euro in 5 Jahren. Spritpreiserhöhungen sind hier natürlich noch nicht berücksichtigt. Beim ID.3, da wären es immerhin auch noch über 6.000 Euro Stromkosten in 5 Jahren. Aber halt deutlich weniger. Hier kalkulieren wir mit einem durchschnittlichen Strompreis von 49 Cent, wenn man viel zu Hause lädt und ab und zu auf Langstrecke geht, sowie mit einem Verbrauch von 19 Kilowattstunden auf 100, was wirklich sehr konservativ ist. Kommen wir zur Wartung. Hier sind E-Autos ebenfalls deutlich günstiger als Verbrenner, weil viel weniger Teile verbaut sind, die verschleißen könnten. Ich brauche keinen Ölwechsel, keine Zündkerzen, keinen Auspuff, ich habe keine Kupplung und auch kein komplexes Getriebe. Deshalb sind die laufenden Wartungskosten über 5 Jahre beim ID.3 40% geringer als beim Golf. Eine Vollkaskoversicherung schlägt beim Golf mit rund 1.000 Euro im Jahr zu Buche. Beim ID.3 ist es etwas weniger. Und dann ist für den Verbrenner eine Kfz-Steuer zu bezahlen, für das E-Auto nicht. Zum Schluss schauen wir uns mal den Restwert nach 5 Jahren an und gehen hier von 45% des Neupreises aus. Dafür verkaufen wir also unsere Autos wieder und dann sieht die Rechnung so aus. Unterm Strich kommt euch das E-Auto rund 3.500 Euro günstiger als der Verbrenner. Das sind also etwa 10% Kostenersparnis in 5 Jahren. So ist es zumindest im Moment. Anfang 2023, denn alle hier genannten Preise und Förderungen sind natürlich dynamisch und ändern sich auch von Jahr zu Jahr. Wie ist denn da eure Erfahrung? Ist der Kostenvorteil für Elektroautos für euch das Entscheidende? Oder habt ihr wichtigere Gründe, euch für ein Elektroauto zu entscheiden? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war Move Electric in einer Minute, heute mal in Überlänge. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.